Es ist Sonntag, der 24. Mai. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Ruhetag und lese aus Jesaja 5, den 8. Vers. Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Wie Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, wurde ihm bewusst, sehr tief, dass dies das Haus des Vaters ist. Er wusste, dass dies sein Wohnraum ist, dass es nicht nur seiner ist, sondern dass hier die Menschen Raum finden. Raum vor Gott, Raum vor sich selbst, Raum mit anderen zusammen. Und er brachte dies in dem Wort zum Ausdruck: Wisst ihr nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein muss? Mit meinen 4 Brüdern zusammen spielte ich in der Jugendzeit schon sehr gerne Monopoly. Allerdings gab es damals noch nicht die Kinderversion, die sehr harmlos ist. Es gab einfach die Version, wo man verzweifelt verliert oder unglaublich sieghaft wird. Ab der Mitte des Spiels nämlich wird es plötzlich für die einen langweilig, während sich die anderen berauschen können. Man merkt, jetzt hat sich die Dynamik eingespielt. Bist du auf der Verliererseite, so gibt es nur noch eine Perspektive. Du wirst alles abräumen müssen. Und wehe, du stehst einmal auf Zürich Paradeplatz, dann bist du schon draußen und kannst noch ein bisschen zuschauen. Der Vers, den die Herrenhuter für den heutigen Tag ausgelost haben, besagt, dass plötzlich kein Raum mehr da ist. Allerdings nicht im Spiel, sondern es ist bitterer Ernst. Es ist die Konkurrenz, es ist das Denken des Menschen, es sind knallharte Realitäten. Es kommt vor, dass Menschen wirklich zwischen Stühlen und Bänken landen, wie jetzt die vielen in Amerika, die in Zeltstätten wohnen und vorher Hausbesitzer waren. Alle diese Dinge münden dahin ein, dass plötzlich nur noch die Kirchen, die Gemeinden, die gemeinnützigen Organisationen und Menschen guten Willens anderen noch Raum geben können, während sich die Haie der Immobilien immer weiter ins Land hineinfressen. Im Verlauf seines Lebens ist Jesus dazu gegangen, diesen Raum, den er schon als 12-Jähriger so geschätzt hat, den Raum des Vaterhauses, den Raum des Gebets, den Raum der Stille, einem Frühlingsputz zu unterziehen, der sogenannten Tempelreinigung, denn er wollte, dass hier wieder Raum ist für die Menschen. Und noch später, im Angesicht des Todes, hat er seinen Jüngern gesagt: Wisst ihr, ich gehe dorthin, wo Raum ist für euch alle. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Es ist auch ein Monopol, dieses Vaterhaus, denn es ist das Haus eines Vaters. Es gehört nicht noch auch den Dieben und nicht noch auch den Immobilienhaien, sondern es ist ein Haus, wo das Vaterherz für alle Raum geschaffen hat, sogar Wohnungen, das heißt individuell eingerichtete Orte, wo diese Menschen sich in Zukunft in der Ewigkeit aufhalten dürfen. Was Jesus kurz vor seinem Tod als eine ewige Vision den Jüngern vorgestellt hat, dies ist ja auch ein Teil von dem, was wir in unseren Herzen tragen, was wir wissen. Und wir merken, dass Zeiten auf uns zukommen, wo wir schon in dieser Welt etwas Gegenläufiges tun zu dem großen Monopoly, das hier mit bitterstem Ernst gespielt wird, nämlich wir schaffen Raum für Leute, die keinen Raum mehr haben. Denn genau das wird geschehen, es wird kaum mehr Raum sein für gewisse Menschen. Da gibt es heute schon Wohngemeinschaften, die Räume öffnen. Es gibt Gemeinden, es gibt Kirchen, die vorsehen, die dafür sorgen, dass Raum da ist, jetzt schon und in Zukunft. Und wenn wir das noch nicht verstanden haben, gehen wir noch einmal mit Jesus in diesen einen Raum des Vaters, wo er zuerst sagt, ich muss in diesem Raum sein, dann reinigt er ihn und am Ende sagt er, schaut, dieser Raum, er hat Platz für so viele. Und dann wissen wir, was unter anderem auch zu tun ist für unsere Zukunft. Ich wünsche einen gesegneten Sonntag.